Sicherlich könnt ihr euch noch daran erinnern, als im Jahr 2019 der rote Riese Betelgeuse für Schlagzeilen sorgte, denn der hellste Stern im Orion verlor ordentlich an scheinbarer Leuchtkraft und es wurde über eine mögliche Supernova spekuliert, aus der ja dann leider nichts wurde. Dafür ist jetzt aber seit Mitte Mai die Feuerradgalaxie M101 in aller Munde, denn dort ist tatsächlich eine solche Supernova zu beobachten und daher ein solches Ereignis meiner Meinung nach ein absolutes Pflichtobjekt für jeden Astrofotografen ist, werden wir uns heute unter anderem diese Galaxie mal anschauen. Und damit ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Astrofotografie-Vlog, meine Freunde. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich heute wieder am selben Ort, an dem ich auch schon in meinem ersten Astrofotografie-Vlog gewesen bin. Und zwar an einem Teich etwas außerhalb der Stadt. Hier ist man wirklich schön durch den umliegenden Wald, durch Streulicht oder Vorstreulicht geschützt. Und ja, heute werde ich mich M63 widmen, neben M101, das habe ich ja schon angekündigt, denn wer mein letztes Video gesehen hat, der weiß, dass ich ja M101 schon mal fotografiert habe, eben nämlich im letzten Video, und ich möchte nicht zweimal hintereinander dasselbe Objekt fotografieren, deshalb wird die Pinwheel-Galaxie heute nur eine Nebenrolle sozusagen einnehmen und M63, also die Sonnenblumengalaxie, passend zum Sommer, wie ich finde, oder zum Frühsommer, sozusagen die Hauptrolle. Und ich würde sagen, ich baue jetzt das Equipment auf und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn alles startbereit ist. Doch ganz so reibungslos verlief dieser und auch der nächste Abend leider nicht. Ja Leute, mir ist es leider noch was ends Dummes passiert vorhin beim Aufbauen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ist hier diese Rändelschraube durchgebrochen. Mir ist das Gegengewicht runtergefallen und natürlich die volle Last, 5 Kilo, ausgerechnet auf dieses blöde Ding jetzt hier. Und das hat zur Folge, wie ihr seht, das dreht durch. Das hält nicht mehr. Ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen anzudrücken und mit Kraft anzuziehen. Ich habe auch nicht sowas wie eine Zange oder so dabei, sodass man jetzt hier irgendwie an der Schraube direkt ansetzen könnte und so irgendwie das Ganze befestigen könnte. Es hält einigermaßen, also ich will jetzt auch nicht hier dran rumdrücken, denn das einzig Gute ist jetzt, und das ist auch der Grund, warum die Session jetzt nicht endgültig verloren ist, das Gewicht wäre so oder so bei der Aufnahme wirklich am Anschlag. Also das sollte noch einigermaßen so klar gehen, ich hoffe es zumindest, also das rutscht ja hier nicht raus, das sitzt wie gesagt auch relativ fest, also ich habe es jetzt mal ausprobiert, wenn ich die Montierung jetzt so drehen würde, dass die Gegengewichtsstange jetzt nach oben zeigen würde, rutscht das jetzt auch nicht nach, also ich lasse es jetzt so, ja, so ist es jetzt leider, aber ich versuche mal oder hoffe mal, dass man trotzdem damit arbeiten kann. Lasst mich zuvor aber noch ein bisschen auf die Objekte eingehen, um die es heute im Video gehen wird. Die Spiralgalaxie, die im Messier-Katalog die Nummer 101 trägt, liegt im Sternbild Großer Bär, im Volksmund auch als Großer Wagen bekannt. Sie ist ca. 21 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und weist in etwa dieselbe Größe wie unsere Milchstraße auf, wenn man ihren Halo mit einbezieht. Das auch als Pinwheel- oder Feuerradgalaxie bekannte Objekt ist vor allem auch für seine markanten, rötlich erscheinenden Sternentstehungsgebiete bekannt. Für uns scheinbar unweit von M101 entfernt liegt die Sonnenblumengalaxie im darunterliegenden Sternbild Jagdhunde. Sie ist mit nur ca. 50.000 Lichtjahren deutlich kleiner als die Pinwheel-Galaxie, jedoch ähnlich weit, nämlich 25 Millionen Lichtjahre, von uns entfernt. Namensgebend sind die dichten Gaswolken, die die Spiralarme der Galaxie verbinden. Übrigens, der helle Stern, der scheinbar in der Galaxie zu sehen ist und ein bisschen an die Supernova 1994d erinnert, ist in Wahrheit Teil unserer Milchstraße und gerade mal 460 Lichtjahre von uns entfernt. Wie ihr sehen könnt, ist das Equipment jetzt fertig aufgebaut und ich möchte euch jetzt einfach einmal zeigen, wie ich meine Flatframes aufnehme. Denn wie man sieht, benutze ich dafür die sogenannte T-Shirt-Methode. Also ich habe ein frisch gewaschenes weißes T-Shirt genommen, habe das mit einem Gummi über die Öffnung des Teleskops gespannt und einfach mein Tablet jetzt da drauf gelegt. Ich habe mir ein normales weißes Bild im Internet runtergeladen und die Bildschirmhelligkeit voll aufgedreht. Und in der ASIR-App, das mache ich jetzt hier übers Handy, gehe ich also jetzt hier drüben auf Autorun.
Und dann plane ich mir jetzt einfach hier oben keine Lightframes, sondern einmal Flatframes. Er berechnet dann auch die benötigte Belichtungszeit, also die Exposures, dann auch von allein. Wir werden das Ganze, würde ich mal sagen, ja, 50 Mal, denke ich, ist ausreichend. Wiederholen und dann gehen wir zurück und dann ja, starte ich auch schon, indem ich hier drüben auf den großen weißen Button gehe. Und dann sehen wir, dass er, ich glaube, jetzt waren es gerade 3 Sekunden für eine Aufnahme. Nein, es ist deutlich weniger. Man sieht ja oben schon, es sind 6, 7, 8 Aufnahmen. Also es geht wirklich recht flott und wie man hier sieht, das ist also hier mein, ja, ich nenne es jetzt mal typisches Flatframe. Bei mir sehen die quasi immer so aus. Man sieht ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das von irgendwelchen Staubpartikeln sind oder so. Auf jeden Fall sieht aus wie immer, also nichts Beunruhigendes und ja, mehr ist es dann eigentlich auch schon gar nicht. Und genau, ich würde sagen, dann kommt jetzt ein kurzer Cut und wir sehen uns wieder, wenn es dann richtig losgeht. Wir befinden uns jetzt im Preview-Modus. Das bedeutet, es ist alles fertig soweit eingerichtet und wir können im nächsten Schritt M63 einmal anfahren, um dann zu überprüfen, ob alles auch schön mittig ist. Und dann muss auch noch das Auto-Guiding aktiviert werden. So, es war jetzt gar nicht so weit von dem Ausschnitt, wo ich gerade schon mal probehalber drauf gehalten habe. Mache aber trotzdem nochmal vorsichtshalber ein Plate-Solving und synchronisieren das Ganze nochmal. Und wie man vielleicht auch hört, tut die Montierung auf jeden Fall noch gut nachkorrigieren. Wenn ich jetzt so schätzungshalber mal schauen müsste. Ja, es könnte hinhauen. Von der Stelle, wo es drauf zeigt auf den Himmelsausschnitt. Ich werde jetzt einfach mal eine Vorschau von 30 Sekunden machen und wenn man Glück hat, dann sehen wir auch schon einen Galaxienkern. So, es sind jetzt noch 5 Sekunden. 2, 1 und dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze hier so funktioniert. Aber es scheint noch nichts zu sehen zu sein. Wir machen einfach nochmal ein Solving und schauen nochmal. Also er korrigiert auf jeden Fall jetzt nochmal ein ganzes Stück, also keine Ahnung, was er da vorhin beim vorherigen Plate-Solving gemacht hat. Auf jeden Fall war das gut daneben. Wir überprüfen jetzt einfach mal, ob das diesmal geklappt hat. So, diesmal sieht man was und zwar auch schon wirklich sehr deutlich hier den Galaxienkern von M63. Das Ganze wird jetzt bloß nochmal hier in die Mitte gerückt. Dazu hält man hier auf dem Bildschirm gedrückt und dann kann man da einfach auf das Go gehen und dann führt er quasi die Bildmitte genau auf den Punkt. Das hat er jetzt auf dem ersten Versuch nicht geschafft. Aber in der Regel dann beim zweiten funktioniert das alles. Genau. So, das hat auch diesmal funktioniert. Ja, jetzt hat er auch hier ein kurz belichtetes Bild gemacht. Das sieht man hier in der Mitte schon. Okay, ich würde sagen, das haut alles hin. Also können wir als nächstes in den Autorun gehen und das Ganze einrichten. Hier sind noch die Flats, die löschen wir wieder raus. Wir wollen Lightframes bei 120 Sekunden und ich stelle einfach mal 300 Wiederholungen ein, wie immer. Und das Ganze breche ich dann eben ab, wenn ich denke, dass das genug ist. Beziehungsweise wenn die Nacht dann vorbei ist und es wieder hell wird. Aber vorher nicht vergessen, Auto-Guiding. Da müssen wir auf jeden Fall hier die Belichtung auf 3 Sekunden. Ich schaue nochmal ganz kurz, ob auch der Gain entsprechend. 80er Gain müsste eigentlich hinhauen. Also refreshen wir das Ganze mal. Mal sehen. Ja, das sieht gut aus. Okay, gut. Ich habe vorhin an der Venus noch im Hellen fokussiert. Also das Guide Scope. Aber ich glaube, das müsste auch so funktionieren. Die Sterne müssten ausreichend sein. Werden wir dann mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Und ich werde das in der Nachbearbeitung hier mal überspringen. Es ist alles fertig eingerichtet. Wie wir sehen, ist jetzt auch unten schon der Graph, der sich jetzt hier so langsam aufbaut. In der Regel braucht das immer ein paar
Minuten, um sich einzupendeln. Also eigentlich läuft das immer bei mir ganz zuversichtlich, dass das immer unter einer Bogensekunde an Fehlertoleranz liegt. Also immer bei 0, irgendwas. Und wenn das dann erstmals der Fall ist, dann würde ich sagen, kann man dann auch den Autorun starten. Aber ich nutze noch mal ganz kurz die Gelegenheit, um vielleicht ein Missverständnis aus dem Raum zu räumen. Und zwar könnte eventuell der Eindruck entstanden sein, dass die Supernova in M101 die einzige Supernova ist, die man derzeit beobachten kann. Und das stimmt nicht. Also es gibt zahlreiche andere Supernovae, die auch jetzt zurzeit beobachtbar sind. Und ich blende euch hier einfach mal eine Seite ein, da könnt ihr euch das mal anschauen, das sind diese ganzen Supernovae aufgelistet, falls da jemand sich für näher interessiert. Aber ehe ich jetzt weiter hier ausschweife, gehe ich nochmal kurz hier in die Einsicht, denn irgendwie die Deklinationsachse, die will irgendwie nicht so richtig, außer immer weiter abdriften. Das ist nicht gut, ich hoffe, dass sich das gleich wieder fängt. Ist auf jeden Fall erstmal wieder auf 2 hochgegangen, auf 2 Bogensekunden. Das ist jetzt eigentlich eher atypisch, aber wahrscheinlich ist es jetzt auch nur so, weil ich gerade gesagt habe, dass es eigentlich immer funktioniert. Ansonsten würde ich sagen, wir machen einfach mal den Autorun jetzt, starten den. Vielleicht liegt es auch einfach an dem Seeing heute. Es könnte auch sein, dass es nicht so gut ist. Denn ja, es war heute ein relativ warmer Tag. Die Luft dürfte also recht unruhig sein. Deswegen würde ich sagen, starte ich einfach mal. Das Cooling muss man natürlich auch noch anmachen. Den Autorun. Also starten wir den Autorun doch noch nicht. Mache erstmal den Cooler an. Und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Aber das cutte ich raus, weil das dauert ein kleines bisschen. Vielleicht geht bis dahin auch das Autoguiding wieder. Das Cooling ist jetzt auf minus 10 Grad Celsius in etwa. Und wie man sieht, ist auch das Autoguiding jetzt so, wie es sein soll. So, wie ich es auch eigentlich gewohnt bin. Also passt es jetzt alles. Das bedeutet, wir starten jetzt einfach einen Autorun, 120 Sekunden pro Frame. Und bevor es dann aber in den Abschluss vom Video geht, warten wir natürlich noch die erste Aufnahme wie immer ab. Die letzten 20 Sekunden brechen an und ich bin mal gespannt, wie das Ergebnis werden wird und ob das dann auch alles so hinhaut und wir dann endlich so richtig loslegen können. So, 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt kommt gleich das Ergebnis. Ich muss noch kurz reinladen und da haben wir es. Sehr gut. Also man sieht auch wirklich schon gut Konturen, aber dann im fertigen Bild natürlich noch deutlich besser, aber das passt so. So können wir das lassen und dann würde ich sagen, geht es der Autorun los und das Ergebnis folgt in Kürze. Vorher präsentiere ich euch aber noch das Bild von M101.